Willkommen bei CSR Automotive. Heute zwei Vorstellungen, einmal 5F, 10F, 11 Kappspoilerlippe in zwei Variationen und den Steffen. Steffen, stell dich mal kurz vor. Ja, mein Name ist Steffen, ich bin 33 Jahre alt, komme aus der Gegend von Mannheim und bin schon ca. 16 Jahre lang dem Thema Autotuning, Umbaute, Verfalle und dementsprechend darf ich hier ein bisschen mein technisches Know-how mit einbringen und euch natürlich auch Tipps und Tricks zeige, die für die Montage gewisser Anbauteile vorteilhaft sind. Steffen macht hier demnächst einige mediale Dinge und was wir jetzt aus dem Fünfer gemacht haben, das zeigen wir euch in diesem Video. Also wie gesagt, zwei Kampfspoilerlippen. Was haben wir hier? Du hast die Variante mit Lufteinlass. Genau, richtig. Die etwas, meiner Meinung nach, sportlichere von der Optik her. Die Kampfspoilerlippe, die du hast, die wirkt halt brachialer. Das ist, ja, die macht sich bemerkbar, definitiv. Massive. Ich würde mal vorschlagen, wir heben mal schnell beide dran, dass man mal grobe Optik hat. Fangen wir mit einer an. Jawohl. So, sieht man natürlich, wie sie ja hier schön in die Konturerei geht, ne? Und hier auch wieder die Kante rauszieht. Also übrigens mit den Airwind-Packs, die es bei uns auch gibt, macht sich das auch ganz schick hier. Das verlängert die Kappspoilerlippe hier noch im Endeffekt den Airwind-Pack. Ne? Ich habe ja noch die Kombination mit den Flaps an der Seite, die es ja ebenfalls von euch gibt. Ja, also komplett einmal CSR equipped. Du hast aber für dich jetzt, hast du ja gesagt, die mit Lufteinlass genau gewählt. Dann probieren wir gleich mal die. Finde ich sehr cool. Gerade mit dem Lufteinlass, den man dann vielleicht sogar farblich nochmal markieren könnte oder so im Nachgang. Mal schauen. Ja, da könntest du dein Foliendesign dann noch ein bisschen auslaufen. Richtig, lassen. Genau. Ja, spitze. Dann würde ich sagen, bauen wir das Ganze mal dran. Ab an die Montage. Richtig. Ja. So, wir haben jetzt auch hier, zeigen wir die neue Montagetechnik. Im Endeffekt montieren wir hier mit der POP3-Niete. Genau. Das hat den Vorteil, dass wir erstens die Position der Montagepunkte besser der Anleitung entsprechend setzen können. Und das Ganze natürlich viel schneller funktioniert. Richtig, das ist eine enorme Zeitersparnis. Wir haben nicht das Problem, dass man natürlich mit der Schraube und mit der Gegenmutter erst Unterbodenverkleidungen demontieren muss und sich dann natürlich mit dem Finger in die Hohlräume reingraben muss. Ist eine sehr komfortable Sache und natürlich auch genauso haltbar. Steht genauso in der Zulassung drin und in den Zulassungspapieren. Sprich, die AWE ist jetzt mit dem neuesten Nachtrag, den wir beantragt haben, auch mit der Nietenmontage oder Verschraubung kann man ja nicht sagen. Genau. Konform. Ja, super. Dann machen wir wieder unsere Probemontage. Richtig. Zuerst natürlich die Passgenauigkeit kontrolliere. So, ich sitze das sagen? Bündig. Jawohl, genau. Ja, ich würde sagen, da gibt es nichts zu meckern. Passt. Bei mir ist auch hier, ne, in dem Fall jetzt, die Rundung des Radlaufs geht im Endeffekt in der Spoilerlippe weiter. Also das ist natürlich schon sehr stimmig hier. Und hier hoffentlich an der Seite auch so. Ebenfalls. Super, passt. Da haben wir dann natürlich auch immer überall exakt die gleichen Abstände, die gleichen Rundungen. Die Rundungen, die von der Stoßstange übernommen und. Also das ist dann auch sehr stimmig. Genau, perfekt. Dann tun wir jetzt die Löcher bauen. Ich nehme noch zusätzlich zu den Popnieten Unterlegscheiben, um einfach hier nochmal die Auflagekraft etwas zu vergrößern, um einfach mehr Stabilität auch zu generieren. Und wir haben hier 14 Nieten und Unterlegscheiben liegen. Dementsprechend werden wir jetzt hier im Außenbereich 4 Nieten verbauen und hier im mittleren Bereich 5. Um diese dann zu positionieren, können wir dementsprechend diese schon hier hinlegen. Und dann haben wir quasi schon unser Lochbild. Das tun wir alles ein bisschen vermitteln, dass das alles schön sauber in der Flucht liegt.
und dann sollte das dementsprechend passen. Und auch hier schauen wir, genau. Steffen, dass du da so weit vor wie möglich kommst. Genau. Ne? Wichtig ist, dass man natürlich die Anbindung stark an der Kontur der Stoßstange anlehne, um einfach die Gefahr zu vermindern, dass der Wind oder die Luft sich darunter verfangen kann, um das Schwert auszuheben. Somit haben wir der Bruchgefahr quasi entgegengesetzt und es sieht dann auch sauber aus später von der Montage her. Da müsste man dann aber hier fast noch einen Ticken vorgehen, oder? Könnte man noch ein Stück hier vor, genau. Genau hier an die Kante gehen, richtig. Das passt. Weil ja, wir hatten ja hier im Endeffekt von der Beilagscheibe schon mal einen kleinen Abstand. Genau. Und der ist ja dann sicherlich ausreichend, damit die schön sauber in der Stoßstange sitzt. Die richtig, und vor allem später nicht sichtbar ist. Genau. So, dann tun wir das Ganze vorbauen. Jetzt haben wir das hier wieder positioniert. Als kleiner Tipp wäre auch nochmal, dass man vorher sich vergewissert, dass man auch wirklich die Auflagefläche hier anbaut, weil wenn man hier in den Außenbereich geht, dann haben wir ein Problem. Aktuell werden die Kappspoilerlippen noch mit Schrauben ausgeliefert. Wir werden dann sukzessive das sicherlich ändern. Sollten bei euch die Schrauben noch dabei gewesen sein, könnt ihr natürlich bei uns zusätzlich im Shop auch noch die Nieten bestellen. Beziehungsweise ihr könnt auch handelsübliche Nieten nehmen. Wichtig wäre in dem Fall eben korrosionsbeständig. Ne? Was genau. Sollte man noch achten? Mehr haben wir hier jetzt zum Beispiel Aluminiumnieten, die ebenfalls hier auf der Längsseite Fräsungen drin habe, die sich dann auch extrem aufspreizen. Somit haben wir natürlich noch mal etwas mehr Auflagefläche von der Innenseite. Und der Vorteil bei Aluminium ist, wenn später die Kappspoilerlippe demontiert werden muss, haben wir eine leichte Demontagemöglichkeit. Einfach mit dem Bohrer den Kopf aufbohren und schon kann man das Ganze abnehmen. Super im Winter natürlich. Ne? Kennt viele zum Leute, Beispiel, die Schnee geschoben haben damit. Lässt sich vermeiden. Richtig. So, wir haben jetzt genau die Löcher vorliegen und die können wir jetzt genauso auch auf die Stoßstange übertragen. Dann bauen wir dort die Löcher und danach geht's ans Nieten. Ich habe auch mal ein Panzerband geholt, das erleichtert das Ganze auch. Dann können wir nämlich die Spoilerlippe mit dem Panzerband grob nochmal markieren. Genau, richtig. Und dann brauchen wir keine Oktoarme. So, magst du dann bei dir befestigen mit dem Klebeband? Ich halte. Oder? Sein Auto. Sonst bin ich dann verantwortlich, wenn es 2 mm nach links oder rechts hängt. Wie man jetzt feststellt habe, verbirgt sich hinter dem Stoßfänger noch ein Grundgestell. Meistens auch aus Kunststoff. Natürlich kann es sein, dass man jetzt genau diese Stelle trifft. Hier müssen wir einfach dann etwas mit dem Bohrer drin rumfuchteln, damit diese Stelle freigängig ist später für die Niete. In der Regel hat man hier vorne aber keine Bauteile, die irgendwie den Kühler betreffen oder so, dass man hier irgendwas anbohrt und später vielleicht das Wasser wegläuft. Jetzt tun wir dann auch noch die Schutzfolie entfernen, weil die im Nachgang jetzt wegzumachen wäre ein bisschen tricky. Von der Montage her ist es jetzt vorteilhaft, sich von der Fahrzeugmitte nach außen durchzuarbeiten. Hintergrund dessen ist, wir haben zwar passende Lochbilder, aber wenn irgendwo sich eine Spannung aufbauen sollte und später das Schwert wellig wirken könnte dadurch, tun wir die Spannung nach außen übertragen und somit ist das Thema quasi erledigt. Und man könnte außerhalb dann nochmal das Ganze korrigieren. Genau. So, Kappspoilerlippe ist dran. Ich denke mal optisch ideal passend zu deinem Auto. War die richtige Entscheidung, auf alle Fälle. Denke ich auch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch,
Kanal abonnieren und das nächste Mal wieder zuschauen. Wir freuen uns auf euch. Ciao, servus. Ciao, ciao.